Guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Hellas Kanal. Ja, ich bin's wieder hier auf ihrem Kanal. Hella ist gerade in Cuxhaven mit ihren Freundinnen und mit Gollum. Und der kleine Valentino ist ganz alleine hier zu Hause. Nein, natürlich ist er nicht alleine, der steht mit seinen Freunden auf dem Paddock. Aber ich habe mir überlegt, ich mache heute mal einen Männerausflug mit ihm. Denn wir müssen noch so ein bisschen was üben für die Hella Gabbard Show, die ja im August stattfindet, am 26. glaube ich. Und ich muss jetzt schnell in den Stall, schnapp dann Valentino und dann machen wir mal einen etwas größeren Ausflug heute. Mir ist aufgefallen, ich war einfach noch nie alleine mit einem Pferd unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie das werden soll. Also da habe ich irgendwie noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich muss mich ja dann alleine darum kümmern, dass Valentino, dass es dem gut geht. Das habe ich noch nie gemacht. Naja. Irgendwann ist immer ein erstes Mal und ich meine, ich bin jetzt seit 3 Jahren oder so mit Hella immer im Stall. Also so ein bisschen verstehe ich das ja mittlerweile mit den Pferden, aber ich bin halt noch kein Pferdeexperte. Aber kleiner Spoiler, ich fahre heute zu einem Pferdeexperten. Da stehen die Ponys und ich muss jetzt erstmal das Auto wechseln, denn Hella ist ja mit dem anderen Auto in Cuxhaven oder mit unserem Auto, was eine Anhängerkupplung hat. Und ich möchte ja mit Valentino wegfahren, also brauche ich auch eine Anhängerkupplung. Seht ihr das? Eine Anhängerkupplung und ich darf das Auto heute ausnahmsweise einmal ausleihen, um den kleinen Mops da drüben mitzunehmen. Ich klau dich jetzt. Ich habe einmal kurz die Autos gewechselt und hole jetzt den Anhänger ab, denn da brauche ich auch einen zum Leihen, weil Hella natürlich den von uns oder von Hella eher gesagt, ihren eigenen, mitgenommen hat nach Cuxhaven. Schaut mal, wer da kommt. Lulu! Hi! Der Anhänger war zum Glück schon eingestreut. Ich nehme jetzt hier mal die Stangen raus, damit sich Valentino da nicht stößen. Damit sich daran Valentino, damit sich daran, ich kann heute kein Deutsch, damit sich Valentino daran nicht stoßen kann. So. Ja, er meldet sich schon zu Wort, er will unbedingt los. Dann habe ich hier 2 Stricke. So wie ich das immer mitbekommen habe, bindet man ihn doppelseitig an. Deshalb bastel ich einen Strick schon mal hier dran und den anderen nehme ich gleich, um ihn vom Paddock zu holen. Leute, ich habe in der ganzen Aufregung vergessen, wie man nochmal so einen Pferdeknoten macht, diese für den Strick. Ich konnte das eigentlich immer. Okay, ich glaube, ich hab's. Also so, dann so, dann so und das nochmal ein bisschen fester. Ich glaube, ich lege mal die Kamera weg. Das sieht doch gut aus, wie ein geflochtener Zopf. Okay. Dann nehmen wir mal den anderen Strick und holen Valentino. Och, nicht im Ernst. Weil die Ponys ja jetzt 24/7 hier stehen, sind hier keine Halfter mehr. Nicht im Ernst. Jetzt muss ich nochmal zurücklaufen, um einen Halfter zu holen. Nee, da hinten hängen sie. Huh, ich dachte gerade schon. Hier hängen Gott sei Dank die Halfter. Welches ist dann jetzt Valentinos? Ich glaube, das Grüne. Hier ist noch ein Strick dran. Hätte ich gar nicht so viele mitbringen brauchen. Ein kleiner Männerausflug. Da hast du doch bestimmt Lust drauf. Morgen bist du auch wieder hier. Komm mit. Ja, sag deinem Kumpel Tschüss oder deiner Freundin. Komm. Komm. Irgendwie ist er nicht so motiviert. Also es scheint ihm hier zu gefallen. Oder er sieht einfach schon den Anhänger und denkt sich so, no, no. Was auch sonst. Erstmal die Chance nutzen und sich Gras gönnen, ne? Komm. Wow. Guter Valentino! Erster Versuch. Oh, es war ein bisschen daran gezoomt, aber ihr habt gesehen, er ist einfach draufgegangen. Supi! So, Valentino, wir nehmen dich. Wir fahren jetzt zu Maddes. Wer hätte das vor 3 Jahren gedacht, dass ich irgendwann mal mit einem Pferd alleine einen Ausflug mache? Also, ich hätte es mir nicht mal in meinen schlimmsten Albträumen vorstellen können. Nein, Spaß, Leute. So schlimm ist es auch nicht. Ich glaube, wir werden eine richtig coole Zeit haben. Wie gesagt, ihr habt es gerade schon gehört, wir fahren zu Maddes. Und ja, trainieren da für die Show. Wow, ich bin zwar 1,5 Stunden zu spät, aber ich hab's geschafft. Ich bin da bei Mattes. Wo ist der Junge? Ich bin echt gespannt, ob der Strick gehalten hat bei Valentino. Ja, schau mal einer an, das sieht doch gut aus. Ein bisschen stramm gezogen, aber sonst hallo. Ja. Schaut mal, wie gut mein Knoten gehalten hat. Und jetzt, tada, simsalabim. So, runter mit dir, rückwärts. Gut. Fein. Fahr weiter. Weiter. Ja, komm. Geh vorwärts. Gut. Das Schwerste von unserem Männerausflug ist schon mal geschafft. Ich stelle ihn jetzt einfach hier rein. Da stand er letztes Mal auch. Na, Valentino, die kennst du schon, die Box. Du brauchst noch einen Nachbar hier, ne? Ist gar keiner hier. Ich mach dir mal das Halfter ab. Jetzt muss ich nur noch Mattes und einen Partner für Valentino finden, den wir daneben stellen, damit er nicht so alleine da ist. Ich höre Geräusche und es riecht hier sehr komisch. Der Herr Röckener. Ja, moin. Moin, wie siehst du denn aus? Na, Tom. Was machst du hier? Oh,
das können wir zusammenschweißen. Was bastelst du hier? Guck mal, er bastelt hier irgendwas. Boah, da alles schon gebastelt ist. Oha! Ist hier richtig am Machen. Ja, Valentino steht da ganz alleine. Oh. Wir brauchen einen Kumpel. Ja, ich komme. Wie sieht er aus? Sieht ganz glücklich aus. Ja. Der kriegt jetzt eine ganz große Box. So eine große Box hatte er noch nie. Die geht hier lang. Da hinten ist auch ein Brett rausgebrochen. Also sozusagen alle drei Boxen hat er jetzt für sich. Top, was machen wir jetzt? Trainieren. Valentino wälzt sich einfach die ganze Zeit. Er scheint sich wohl zu fühlen. Ja, direkt nochmal, ne? Ich weiß nicht, ob man es sieht oder hört, aber es regnet jetzt tatsächlich auf jeden Fall. Und irgendjemand hat schon von Katastrophenschutz heute gesprochen. Also ich weiß ja nicht, was hier heute noch passieren soll an Wetterschwierigkeiten, aber jetzt gerade macht uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung, was das Training angeht. Ja, Mathis und ich sitzen jetzt im Haus, planen die Theorie unserer Show ein bisschen und suchen Musik raus, planen die Laufwege. Hier sind die Laufwege schon zu sehen. Da sind die Laufwege schon zu Top sehen. Top Secret natürlich. Top Secret, okay. Ja. Es wird ein krasses Ding. Es wird ein krasses Ding. Es hat aufgehört zu regnen, endlich. Aber jetzt hat Mathis einen Kunden da und muss natürlich Hufen beschlagen, weil er ja auch noch Hufschmied ist. Wow, super. Gleich fängt es wieder an zu regnen, ich sag's euch. Du kannst auch alles, oder? Ja, einfach ein krasses Talent. Alter, Valentino, was hast du hier schon wieder angestellt? Also, es hat ja hier schon ein Brett gefehlt, aber Valentino dachte sich, er baut das andere auch noch ab, damit es auch einheitlich aussieht, glaube ich. Kleiner Frechdachs. Der Herr, Sie sind an der Reihe. Jetzt wird geprobt. Ja, schnell abhauen, ne? Keine Panik. Ach, was ist denn mit dir? Willst du mich jetzt veräppeln? Valentino, ruhig. Hab ich dich. Frechdachs, rennt er einfach vor mir weg. So, einmal kurz putzen den kleinen Mann und dann wird schnell geprobt, bevor es wieder anfängt zu regnen. So, sieht gut aus, Valentino. Glänzt wieder wie eine Specksparte. Richtig motiviert zu arbeiten heute. Oder willst du zum Gras? Ganz schön anstrengend. Also ich glaube, ich muss noch ein bisschen mit dem Pferd üben und Mathis muss seine Kondition noch ein bisschen. Kann er gar nicht. Kann er gar nicht? Oh, mein. Ich wollte gerade sagen. Hallo. Gut, habt ihr das gemacht? Ganz toll. Eine lange Probe jetzt. Ja. Ach ja. Richtige Männershow wird das. So, jetzt darfst du wieder spielen gehen. So langsam zieht das wieder zu. Wir hatten jetzt Glück, dass wir ein bisschen Zeit ohne Regen erwischt haben, aber es soll hier noch richtig was runterkommen. Hallo, wo fahrt ihr hin? Wir wollen jetzt gleich mal was essen. Wir machen jetzt Raubtierfütterung. Dann ganz viel Spaß dabei. Danke. Valentino nicht vergessen, der Arme. Ja. Der braucht nichts, der ist dick genug. Und Mathis muss auch noch gefüttert werden, der hat heute noch gar nichts gegessen. Doch, eine Reiswaffel hat Tom mir gegeben. Ich habe ihm eine Reiswaffel gegeben, ich fütter ihn hier. Okay, jetzt kümmern wir uns um die Raubtierfütterung. Tschüss, Hella. Tschüss. Schöne Grüße. Ciao. Hast du schon gefüttert? Nee, aber die Pferde sind nicht da. Ach so. Die sind nicht da, die sind nicht da, der ist nicht da. Hast du überhaupt noch Pferde, außer Cody? Sind doch hier, so. 1, 2, 3, 4, 5 Pferde sind noch da. 5 Pferde sind noch da. Der Rest ist alles ausgeflogen. Wie geht das? Ich zeig das nochmal. So. Erde kommt! Musst du sagen? Erde kommt! Okay. Oha, die kommen echt! Und hier ist Cody. Einfach rein, ohne Pferde kommt. Pferde kommt! Put, 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 put! Hallo! Yummy, yummy. Wollt ihr euch das teilen oder was? Was ist hier denn los, Mathis? Rudi, geh rüber. Gut. Okay. Frechdachs. Ich soll jetzt hier noch Heu machen. Ach ja, Bauer Tom ist hier mal wieder am Werk, ne? Reicht das? Ein bisschen mehr. Mehr? Tom, das sind Pferde. Kannst du aber ruhig richtig mit. Noch mehr. Kurze Einweisung. Ich kriege jetzt eine Einweisung in meinen neuen Job hier. Wenn ich in Urlaub fahre, möchte ich, dass du das hier alles alleine machst. Ja, klar. Wenn ich in Urlaub fahre, wenn du in Urlaub fährst, dann komme ich hoffentlich mit. Ach so. Ach so, läuft das. Du lässt mich ja nie ein zum Urlaub. Ja gut, das sieht gut aus. Du hast jetzt vergessen. Was? Cody? Ja. Ah.
Er darf auch was essen. Ach so, er wartet hier schon. Und Valentino. So. So, Valentino ist jetzt dran. Oh ja, hast du Futter mit für ihn? Ja. So? Doch. Krass. Ich habe eine Handkraftfutter mit. Ja, dann geht es immer. Valentino bekommt jetzt hier Desert Creme Schoko Haselnuss. Mal gucken, ob es auch klappt. Pferde, kommt! Nee. Entweder ist Valentino weggelaufen oder ihn juckt's einfach nicht. Valentino! Keine Reaktion. Ich frage mich, ob er das überhaupt essen kann, wenn es in dem Futterding hier drin ist. Das hängt, glaube ich, zu niedrig. Ich gebe ihm das einfach in der Hand. Guck mal. Lecker, lecker. Valentino hat jetzt auch einen kleinen Haufen. Ich hoffe mal, das reicht. Aber wenn hier nachher wirklich die Welt untergeht, dann schaue ich eh nochmal nach ihm. Und guck mal, ob er noch ein bisschen Heu gebrauchen kann oder einen Regenschirm. Tom! Hier! Ach, entspann Mensch, dich! Wir müssen die Pferde immer füttern. Immer noch? Ich dachte, wir hätten alle. Wir machen einmal ab, das ist so schwer. Ja, genau. Was ist eigentlich für eine Hilfe hier? Eieiei, wie viel essen die? Das ist wirklich krass viel. Das sind junge, große Pferde, die brauchen wir. Alter, was? Wie oft kriegen die das? Zweimal! Der eine hat das letzte sogar viermal am Tag bekommen. Was? Also sollte ich auch mal so zwei Eimer davon am Tag essen? Vier. Vielleicht bei dir auch fünf. Okay. Was machst du hier für einen Schlachtruf? Nee, mach du das jetzt mal. Schau, ob das klappt. Pferde kommt! Ah, das ist ein Pony. Achso. Das war falsch. Du, Pferde kommt! Und ich, weißt du, wenn du so Pferde kommt, dann denkt das Pony vielleicht, dass es kommt. Okay. Ich kenn das ja nicht, das ist neu. Was ist das hier eigentlich? Zelten die hier immer? Ja, das ist. Pferdezeltlager. Pferdezeltlager. Du machst ein Pferdecamp und ich mache ein Pferdezeltlager. Ja, okay, ja, auch cool. Pferde kommt! Pferde kommt! Okay, nee, du nicht. Das ist ein Pony. Und das hier rein? Ja. Ah, hier sind mehrere Schichten drin. Das sind die verschiedenen Menüs. Ja. Verschiedene Gänge. Sieht aus, als hätte ein Pferd reingeäppelt. Mhm. So wie es vorne reingeht, kommt es hinten auch wieder raus. Ach so, okay. Pferde kommt! Wer bist denn du? Wer ist das hier? Das ist Joey. Ach, fuck, Joey ist tot. Das ist Mikesh. Oh, Mikesh. Sahen die gleich aus oder so? Nein, gar nicht. Oh, okay. Mikesh wurde über den Schwanz gefahren, guck mal. Echt jetzt? Oh Gott, da oben. Krass. Dieser Katze wurde über den Schwanz gefahren. Leute, seht ihr das? Aber sie scheint es überlebt zu haben. Katzen haben ja immer sieben Leben. Was machen wir denn jetzt schon wieder? Ah, wir haben vergessen, die Wiese weiterzustecken. Deswegen, das Unwetter kommt gleich, wir müssen uns echt beeilen. Was heißt denn Wiese weiterstecken? Siehst du gleich. Okay. Ich bin hier nur zum Arbeiten, ey. Ja, das war doch die Verabredung, oder? Ich dachte Sleepover. Du hast gesagt, Sleepover und du kommst mittags um drei. Ja. Gluntje! Oha. Oh mein Gott, die Pferde rennen hinterher. Okay. Wow. Ich fühle mich gerade. Oh, ich zoome hier in die falsche Richtung. Wie ein Pferdeflüsterer. Die ganzen Pferde laufen mir irgendwie hinterher. Was ist mit euch? Okay, jetzt nicht mehr. Es ist so weitläufig und es fängt jetzt an zu regnen. Es fängt an zu regnen. Der Sturm bricht aus. Also wenn wir so lange auch gleich wieder zurücklaufen müssen. Ich weiß nicht, ob wir trocken ankommen. Okay, Mardis, dann erklär mal, was hier jetzt Sache ist. Alles sofort klappt und jetzt machen wir das letzte Stück auf und dann können sie den Rest fressen. Ah, geht fressen, Pferde. Jo, los geht's. Freedom, oh mein Gott. Erstmal einen Sprung gemacht. Sieht aus wie in einem Film. Die haben halt echt so krank viel Platz hier. Guten Morgen, Leute. Der große Sturm ist irgendwie ausgeblieben. Es hat zwar die ganze Nacht durchgeregnet, aber so richtig wie angekündigt war es jetzt auch nicht. Oh, okay, ein bisschen unter Wasser steht es hier schon. Also waren doch ein paar Liter Wasser. Guten Morgen. Auch schon war. Ja, es sind doch ein paar Liter Wasser gewesen, oder? Ja, 30, glaube ich. 30? Hier, Leute, schaut euch das an. Können wir ja gleich baden gehen am Strand hier. Guck mal, da ist der Strand und hier schönes Wasser. Mit den Ponys baden gehen. Ja. Mit den Ponys, ja. Nee, tatsächlich gehen wir echt ans Wasser, aber nicht an das hier, sondern wir gehen jetzt angeln. Aber da werde ich euch, glaube ich... Pony schon gefüttert. Ja? Ja. Ah, nice, danke, danke. Ich habe gut geschlafen. Ja? Mhm. Sehr gut. Ja, wir gehen jetzt, wie gesagt, angeln und deswegen würde ich sagen, beende ich das Video an dieser Stelle. Es war ein sehr nicer Männertrip, der noch nicht zu Ende ist, aber... Ich würde sagen, wir trainieren dann auch noch. Echt? Ja, klar. Wir gehen jetzt angeln, dann ist das hier abgetrocknet und dann geht's nochmal in die heiße Trainingsphase. Also okay, dann geht's weiter. Es geht weiter, Leute. Es geht weiter. So schnell werden wir nicht los. Na, Kluntje, der Männertrip geht weiter. Wir fahren jetzt zum Angeln.
Mathis, wie oft warst du schon angeln? Ich glaube so 4-5 Mal in meinem Leben. Ich habe noch nie einen Fisch gefangen, ehrlich gesagt. Echt? Das ist nicht so. Okay, ja, dann gehen wir heute mal angeln. Sonst ist immer hier was mit Pferden. Jetzt müssen wir auch mal mein Hobby hier ausleben. Genau. Was ist angeln? So, ich bin bereit. Kann jetzt losgehen. Das ist der Teich da hier. Da war ein Fisch. Wo? Da hinten. Da. Das Mini-Ding da hinten. Da war ein Fisch. Hast du gesehen? Ja, du musst den Fang nicht sehen. Kommt gleich. Tom, Alter, was ist da los? Ist ein Fisch? Ein Fisch, Alter. Junge, boah, krass. Alter. Was glaubst du, was es ist? Ich glaube, ein Rotauge. Schauen wir mal, ich hole mal den Kescher. Ja. Jawoll. Schöner Fisch. Was haben wir hier denn Schönes? Ey, was ist das denn? Keine Ahnung, was das ist. Sieht so halb aus wie ein Karpfen, halb aus wie ein Rotfeder. Das ist eine Mischung. Hier, guck mal, der Mund sieht aus wie so ein Karpfen, aber der Rest sieht aus wie so ein Rotfeder. Wow, ja. Mega Fisch. Warte, das wird gerade seinen ersten Fisch. Oh, ist er noch da? Ja. Ja. Boah, Tom, Alter. Was machen wir? Rausholen, aber der ist, glaube ich, noch kleiner. Zieh mal hoch. Oh, der ist ja richtig süß. Was ist das? Das ist, glaube ich, echt ein Rotauge. Ja, das ist ein Rotauge. Schön. Guck mal, mein erster Fisch. So, Mathis. Das ist ein schönes Ding. Sehr klein. So, den machen wir wieder rein. Ja, den lassen wir wieder frei. Tom, was ist da schon wieder? Ein Fisch? Junge, die beißen an einer Tour. Bei dir ist auch einer dran. Oh, ich muss die Kamera weglegen. Ja. Wow. Ist auch so ein Rotauge. Rotauge. Aber guck, die haben einen anderen Mund als den ersten Fisch, den ich gefangen habe. Der erste Fisch muss irgendwie so ein Graskarpfen oder so gewesen sein. So, weiter geht's. Hoffentlich fangen wir noch einen größeren. Leute, ich habe gerade einen richtig fetten Fisch lang. Also, wir wollten eigentlich gleich einpacken, aber... Ach, wie heiß. Hä? Wo ist der scheiß Fisch jetzt? Wo ist der Fisch? Nein! Was ab? Was ab? Alter, war das ein Krawenzmann? Oh nein! Abgerissen! Was sind hier für Biester drin eigentlich? Das ist heftig, Alter. Alter, Schwede, shit. Schade. Probieren wir es jetzt nochmal? Ja, einen noch. Einen noch? Okay. So, wir packen's. Wie bist du zufrieden? Bist du überrascht? Bist ja, du glücklich? Ich hab viele Fische gefangen. Das ist echt krass. Na, Klunchen, willst du da durch? Also, wir sind wieder zurück bei Mathis am Hof und proben jetzt den zweiten Teil unserer Show. Ja, und dafür brauchen wir tatsächlich keine Pferde und müssen etwas einstudieren. Und das machen wir jetzt, aber da kann ich leider nicht mitfilmen oder vielleicht ein bisschen stumm. Schauen wir mal, ich will aber auch noch nicht zu viel spoilern. So, dann probieren wir mal, wir machen es einfach mal ohne Musik. Mal gucken, wie bescheuert das aussieht, wenn man es ohne Musik macht. Dann wisst ihr nämlich auch noch nicht, welche Musik wir nehmen. Alter, ich glaube, man kann sich noch gar nichts darunter vorstellen. Denkst nur so, was machen die Idioten? Das sind einfach krasse Tänzer. So ja. Das ist aber jetzt auch erstmal so ein kleiner Part von unserem Tanz. Also unsere Choreo geht natürlich viel länger. Wir üben jetzt noch mal ein bisschen weiter. Ja, und dann schauen wir mal, was noch so geht. Es wird sehr witzig, glaube ich. Ja. Sehr witzig. Ziemlich genau 24 Stunden, nachdem ich hier angekommen bin, wird Valentino jetzt wieder verladen. Und wir fahren zurück. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir den Mops hier leicht reinkriegen. Und dann fahre ich nach Hause und schau mal, was Hella so macht. So, Mathis. Ja, Tom. Du hast die Ehre. Oh, darf ich das wilde Pony aufladen? Du darfst das wilde Pony aufladen. Wie viel Heu hast du diesem Tier eigentlich gegeben? Ja. Einfach alles voll mit Heu. Ja, ich weiß. Ich habe ihm immer was nachgeschippt. Klunche wollte er verladen. Klunche verlädt. Valentino. Okay. So, ich glaube, er hat richtig Bock. Oh, super. Sehr schön. Bitte beidseitig anbinden. Okay. Ach, so macht man das. Ich habe die beiden Sachen unten angebunden. Das war wohl falsch. So, ich mache mal die Klappe hier hinten zu. Vielen Dank. Es war eine sehr schöne Zeit. Hau rein. Ich komme bald wieder zum Trainieren. Ja, wir müssen viel trainieren. Wir müssen viel trainieren. Es wird eine krasse Show. Alright. So, tschüss, Cat. Tschüss, Klunche. Bis bald. Schaut mal, wer da ist. Hella! Wie war es in Cuxhaven? Schön. Hilf mir mal, den kleinen Giftzwerg abzuladen. Ja, machen wir. Und meine Schwester ist auch da. Die anderen Ponys stehen auch noch da, wo sie letztes Mal standen. Und hier ist eine riesen Pfütze. Gestern hat es hier scheinbar auch geregnet. Na? Hat alles geklappt? Ja. Sehr gut. Raus mit dir. Raus. Die anderen freuen sich auch schon. Schaut euch das an. Panierte Schnitzel. Hereinspaziert. Rein. Oh, er sieht schlimm aus. Ja, wir hatten halt ein Männerwochenende. Ja. Danach sieht man schlimm aus. Ich habe gerade erst mal geschlafen, musste dann wieder aufstehen, um die Pferde von der Weide reinzuholen. Bin so müde nach diesen 3 Tagen. Wow. Jetzt ist das Pferd zurück, ich bin zurück. Mathis ist zu Hause, der Männerurlaub ist vorbei, der Mädchenurlaub ist vorbei. Ja.
Und ich würde sagen, jetzt beenden wir das Video wirklich. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich bin so gespannt, was ihr gemacht habt. Ja, du wirst das alles hier in diesem Video sehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.